Einen Applaus. Dann hatten wir nach vorne hin die ein oder andere Möglichkeit, also auch Simon Brandstätter hat das Spiel etwas belebt und da war es dann besser, aber natürlich dann im Zweiten hätte auch dann bald einmal müssen ein Tor für uns fallen und das haben wir eben nicht zustande gebracht. Bitter für uns noch der Ausschluss von Andreas Wiegel, wo ich gar nicht richtig genau weiß, was er dem Schiedsrichter gesagt hat oder was der Schiedsrichter meint, gehört zu haben. Aber auf alle Fälle ist das bitter, das ist das, was wir vor allem nach so einem Spiel wie heute überhaupt nicht brauchen. Okay, Dankeschön an den Gästetrainer. Dietmar, ich gebe weiter an dich. Dankeschön. Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden in erster Linie mit dem Ergebnis, in zweiter Linie aber auch mit der Leistung meiner Mannschaft, speziell in der ersten Halbzeit. Da haben wir genau das umgesetzt, was wir uns im Laufe der Woche erarbeitet haben. Aggressives Pressing, wir standen sehr hoch, ganz anders als in den letzten Spielen. Und das ist sehr laufintensiv, das kostet sehr viel Kraft. Das war dann auch klar, dass wir das in der zweiten Halbzeit, dieses Tempo, nicht mehr aufrechterhalten konnten. Aber da stand es ja auch schon 2-0. Und das ist natürlich, meine Jungs haben dann gesagt, in der Halbzeit ein gefährliches Ergebnis. Wobei ich habe gesagt, also gefährlich ist das 0-0 am Anfang. Wenn wir mit 2-0 in die Halbzeit gehen, dann ist das ein richtig geiles Ergebnis. Weil dann hat man sehr, sehr viel richtig gemacht und dann muss man mit breiter Brust rausgehen. Und ich denke, wir waren auch in der zweiten Halbzeit selbstbewusst. Ich sage ja, aufgrund des hohen Kräfteverschleiß in der ersten Halbzeit lässt man dem Gegner dann etwas mehr Räume, die ein oder andere Chance auch zu. Aber wenn man das ganze Spiel sieht, denke ich, geht das Ergebnis, zumindest der Sieg, in Ordnung. Und ja, man sieht ja, wie eng die Tabelle ist, man sieht, wie wichtig so ein Dreier ist. Wir haben trotz des Sieges, trotz der drei Punkte, weiterhin nur drei Punkte auf den ersten Abstiegsrang Vorsprung. Und das wird bis zum letzten Spieltag sehr, sehr eng. Und von daher bin ich erstmal heute froh. Aber jetzt geht es schon fast wieder mit Hochdruck auf das nächste Auswärtsspiel in
was wir in Wien bestreiten. Und ich hoffe, dass wir dann auch endlich auswärts mal den Bock umstoßen und da punkten können. Dankeschön. Vielen Dank auch an den Dietmar Hirsch. Wie immer, Sie dürfen Ihre Fragen stellen.